Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Orient the Will of the Wisp. Wir sind in der Wassermühle und wollen hier, ja, die Zähne wieder in Lauf bringen, also die Mühle wieder in Lauf bringen, um genau zu sein. Und wir stehen vor einer neuen Fähigkeit und ich vermute mal, wir können diese Dinger da oben jetzt endlich verwenden und somit auch in der Welt so einiges Neues erreichen. Und ich bin gerade sehr doll froh, dass ich aufnehmen kann. Ich saß hier vorher schon 15 Minuten etwa und habe versucht, die Aufnahme zum Laufen zu bekommen. Es waren wieder diese blöden Bildfehler, die wir auch im vorletzten Part hatten, die ja auch. Und ja, die waren gerade wieder extrem und ich habe die nicht wegbekommen. Ich habe aber, glaube ich, endgültig den Fehler gefunden. Und zwar das Kabel für meine Capture Card. Das habe ich jetzt nochmal komplett ausgetauscht durch ein anderes USB-C-Kabel. Weil es ist USB-C. Und jetzt gibt es keine Bildfehler mehr. Es gibt keine Bildfehler gerade mehr. Eventuell war das tatsächlich der Fehler und wir haben nie wieder Bildfehler. Das wäre sehr wünschenswert, weil das hat mich gerade so tierisch aufgeregt. Aber das heißt, ich brauche ein neues USB-C-Kabel, weil das, was ich jetzt gerade verwende, das brauche ich eigentlich für mein Tablet. Aber gut, jetzt gerade brauche ich mein Tablet nicht, daher ist das jetzt ein geringeres Übel. Aber ich werde mir dann irgendwie mal ein neues Kabel kaufen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt diese Fähigkeit holen. Let's go! Schöne neue Fähigkeiten sind immer wieder besonders. Du hast den Wurfhaken. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke L in der Nähe von Haken oder blauen Moos, um dich an ihnen zu ziehen. Ach so. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das gab es in Orient the Blind Forest nicht. Das ist eine komplett neue Fähigkeit. Sonst haben wir ja bisher größtenteils Fähigkeiten bekommen, die es auch in Orient the Blind Forest gab. Aber das finde ich mega cool. Und so machen so manche Pflanzen jetzt Sinn, die hier über sind. Die sind mir natürlich schon alle aufgefallen. Und auch so deaktivierte Dinger machen jetzt auch Sinn, weil die kann ich wahrscheinlich jetzt auch nutzen, würde ich mal schätzen. Und dann kann ich zum Beispiel da hoch, nehmen kann ich... Da links gab es mich auch so ein Wurfding, aber wie soll ich denn daran kommen? Und vor allen Dingen, ist da eine richtige Wand? Nee, ich glaube, das habe ich schon im letzten Part überprüft. Kann das sein? Ja, bestimmt. So... Nein, ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch. Aber hier muss jetzt. Ich darf da nicht mal einen Doppelsprung machen. Ist ja unfair. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Oder muss ich von hier aus. Das muss doch einen Sinn haben. Von hier aus, hier weiter und dann. Aha. Die Reichweite ist ja schon krass. Und genau diese Dinger. Die meinte ich. Die haben wir bisher gesehen. Wir hatten auch eine Energiezelle, meine ich. Genau. Eine Energiezelle mit einem Schalter. Im vorletzten Part, nee, vorvorletzten Part, da, dem Part, wo ich nachsynchronisieren musste. Da habe ich mich so ein bisschen hochgescheatet, sag ich mal. Nicht den normalen Weg genutzt. Und das hätten wir mit dieser Fähigkeit hier machen müssen. Alles klar. Und wir haben noch was anderes, wo wir jetzt hinkommen können. Dann bald. Sobald wir hier raus sind. Mal gucken, wann wir hier rauskommen. Ob schon in diesem Part, denke ich mal eher weniger. Ich vermute mal, im nächsten Part kommen wir dann hier raus. Da haben wir die Mühle nämlich auch dann abgeschlossen. Das wird natürlich dann auch umso schöner. So, und jetzt kann ich hier hoch zum Schalter. Nice. Wie sieht es denn kartenmäßig eigentlich aus? Aha. Hier wäre noch was. Da müsste ich auch noch gucken. Und hier ist noch was. Zwei Orte noch zum Erkunden. Die will ich dann gleich auch noch machen. Aber erstmal machen wir das Tor auf. Ja, yeah, nice. Und das ist jetzt, genau. Hier könnte auch noch was sein. Ich gucke mir erstmal diese Orte jetzt an. Mit der neuen Fähigkeit kann ich da bestimmt was erreichen. Ich heile mich auch mal kurz und kann hier mal kurz Energiezellen holen. So, und hier nämlich. Hier war was. Komm her. So. Und dann da rechts. Nein, das war nichts. Ja, genau, genau. Jetzt kann ich hier nämlich hin. Und da ist Lupo. Hallo, Lupo. Willkommen bei der Brunnenquellmühle. Der Quelle, allen Nasses. Der ehemaligen Quelle jedenfalls. Früher hatte ich ein wenig Angst davor, diese riesigen Zahnräder zu kartografieren. Was, wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten? Aber sie liegen schon ewig so still da wie schlummernde Schlaumschnecken. Also ist es vermutlich sicher. Vermutlich. Möchtest du deine Karte dieses gewaltigen Irrgartens für 150 Geister nicht verstehen? Verbindlichsten Dank. Natürlich nehmen wir das. Dann können wir mal hier einen Überblick kriegen, wie das hier aussieht.
Ach du Helle, und da rechts das auch. Wow, das ist ja riesig hier, dieses Gebiet. Und da gibt es auch Tore. Warte. Ah, nee, nee, ich habe das jetzt mit dem Gebiet hier vertauscht. Das ist hier die Mühle an sich. Mit. Nur außen ist das. Das ist außen, das ist hier innen. Und tatsächlich gibt es hier nur ein paar kleine Wege. Da unten gibt es noch was, da gibt es noch was. Hier ist ein Verbindungsstück, alles klar. Und hier gibt es jetzt auch noch was. Und da oben ist unser Ziel. Nice. So, und hier oben ist auch noch was. Und zwar ein Schalter. Und was anderes. Das sieht nach Energiezellen-mäßiges aus. Ja, ja, ja. Kann ich mich hier nirgendwo randingsen? Das ist ja interessant. Ah, doch. Klappt, klappt. So, hallo, ich will den Schalter drücken. Dann ist da unten irgendwas. Oh, das Wasser wird abgelassen. Okay, cool, cool. Ah, warte, bevor es weitergeht, ich will mich mal kurz hier heilen. Weil ich habe nicht mehr viele Leben. Ich bin ein paar Mal in die Stacheln rein. So, und dann hier rüber. Da oben gibt es nämlich auch noch was. Und da kann ich mit der neuen Fähigkeit nämlich hin. Und eine halbe Energiezelle. Somit haben wir eine Energiezelle wieder vervollständigt. Yeah, wir haben schon 8 Stück. Nice. Von den Zellen bisher allerdings nur 6. Aber gut, das kann ja auch noch kommen. Mit der Zeit. Und jetzt ist das Wasser da unten abgeflossen. Dann können wir da jetzt auch hin. Schritt für Schritt. Ah, natürlich in die Stacheln rein. Na klar doch in die Stacheln rein. Das war ja sowas von logisch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier beim Ort der Energiezelle. So. Ich wollte da nicht so abspringen. Okay, jetzt bin ich hier wenigstens mal sicher gelandet. Dann hier runter. Hier runter. Da sind Stacheln, aber ich kann hier runter. Wir gehen erstmal hier hin. Da ist ein... Okay, ist ja interessant. Da spawnen Mücken. Das finde ich aber nicht so nett. Okay. Ja, toll. Aber ich kann wenigstens da unten stehen. Schnell hier stehen. Schnell hier stehen. Heilen, heilen, heilen. So, zack. Und jetzt hier. Da. Nein, 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 nein. Die haben mich hier runtergeschubst. Okay. Wow, wow. Was habe ich... Ich habe den Pfeil gemacht. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt so. Diesen Pfeil zu machen. Ah, da kommen immer neue raus. Da kommen immer neue raus. Ah, es ist... Das bringt nichts. Das bringt nichts. Vielleicht sollte ich mal den Bogen ausrüsten. Aber erstmal dich hier weg, Mann. So, kurz heilen. Und jetzt da den Bogen hin. Ja, genau. Genau so. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe gar keine Energie mehr. Wie soll ich denn das jetzt hier noch richtig erreichen? Das wird doch nichts. Ich kann noch einen Pfeil schießen. Das war's dann aber auch. Oder vielleicht noch einen Pfeil? Nee, ich habe keine Energie mehr. Jetzt müssen die erstmal wieder zu mir kommen, denke ich. Oder wir gehen mal woanders hin. Wir gehen mal woanders hin. Wir können doch hier noch lang. Das ist eine halbe Energiezelle. Lebenszelle meine ich. Cool. Das heißt, wir haben da auch wieder eins mehr. Das bringt mir jetzt aber persönlich nichts, weil ich brauche Energie, um euch da abzuschießen. Ich glaube, es bringt was, wenn ich euch abschieße. Okay. Okay, das haben wir weg. Das haben wir weg. Ich dachte, man kriegt wenigstens etwas, wenn man das da wegmacht. Aber egal. Da ist ein Schalter. Den Schalter machen wir auch mal. Was passiert dadurch? Den kann ich auch in die andere Richtung? Hä? Ach so, das Ding da oben rechts bewegt sich dadurch. Okay. Was bringt mir das? Und so dreht es sich die ganze Zeit einfach nur, richtig? Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen links und rechts ist hier. Kapiere ich noch nicht ganz. Machen wir erstmal weiter. Machen wir erstmal weiter. Ich will da nicht mit diesem Gegner hin. Aber ich muss irgendwie... Okay, nice, nice, nice. Und jetzt hier rüber. Dann dich mal kurz besiegen. Ja, sehr schön. Oh, ich krieg auch wieder eine Energiezelle. Ja genau, Energiezelle. Jetzt ist das Ding da oben. Ach so, das dreht sich nicht permanent. Das heißt, hier kommt es auf die Geschwindigkeit drauf an. So, jetzt hier rüber. Einmal drehen. Genau, und jetzt zur Geschwindigkeit. So, zack. Zack, hier rüber und zack. So macht man das, so macht man das. Sehr schön. Dann, Geisterlicht da vorne.
Ich ignoriere dich einfach mal ganz gekonnt. Nice, 100 Stück. Nehmen wir. Dann gehen wir hier ran. Gehen hier rüber. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier lande. Ich glaube, ich kann das hier aufbrechen. Warte, wir machen mal unseren Stachel. Dann können wir nicht aufbrechen. Warum sind wir dann hier oben noch? Das ist hier merkwürdig, dieser Ort. Ich dachte, das kann man hier auch... Ach so, einfach nur A drücken. Ach so. Ja, manchmal denke ich dann doch ein bisschen kompliziert. Aber warum hat der Stachel denn nichts gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann haben wir das hier unten fertig erkundet. Hier will ich jetzt noch hin. Und von hier aus muss ich... Ich muss hier jetzt so lang. Weil das Problem ist, dass ja auch einiges an Gift jetzt weg ist. Wo ich vorher lang spazieren konnte. So, und dadurch muss ich das jetzt hier gut nutzen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier noch erst. Okay. Ah, von hier aus komme ich dann hier hoch, genau. Und dann kann ich hier jetzt lang. Das ist neu. Nee, das ist, da waren wir doch schon. Oder ist das jetzt nochmal ein anderer Ort? Ja, es ist nochmal ein anderer Ort. Glaube ich. Nee, hier unten waren wir schon. Da unten waren wir schon. Aber da oben können wir noch hin. Genau, da oben können wir noch hin. Das ist ein Ort, wo wir noch nicht waren. Hier beim Geisterlicht. Nochmal 100 Stück. Das nehmen wir. Kann ich sonst hier noch was machen? Ich glaube, nein. Nice. Ich habe kaum Energie und kaum Leben. Jetzt, das hier interessiert mich jetzt hier noch. Ah, und dann muss ich einfach nur hier lang dingsen. Genau. Und dann komme ich da auch hin. So, wie soll ich da jetzt hochkommen? Achso. Auch wieder mit der neuen Fähigkeit. Dann schnell hier. Wow. Dann auf ein neues. Und dann weiß ich, ich muss gleich hier da einfach so durch. Dann kann ich diesen Hebel betätigen. Und dann dreht sich das hier auch wieder. Achso. Und hört dann auf. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich glaube, ich kann da rein. Kann das sein? Ja, ich kann hier rein. Und hier ist nochmal geisterlich. Also, 200 riesiges geisterlich Gefäß. Geisterlich kann bei Freundinnen, genau. Kennen wir. Aber doch, das hat sich extrem gelohnt, da nochmal überall hinzugucken. Weil dadurch haben wir jetzt so viel geisterlich gefunden. Das war schon mega nice. Und wir können jetzt eine Etage höher. Ah, Tok ist wieder hier. Hallo, Tok. Ich will mit Tok sprechen, danke. Der Brunnenquell taugt nicht zum Wandern. Beim ganzen Umgekreise wird mir ganz schummrig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Aha. Also eine neue Nebenquest. Finde Toks Kompass. Ja, wir sind jetzt hier außerhalb der Mühle. Da, aha. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie in einen der nächsten Tore rein, um dann hierhin zu gelangen. Und dann, ja, immer hier Schritt für Schritt. So, damit können wir uns jetzt auch dahin bewegen. Auch hier runter. Da können wir was zerstören. Zack. Wow, wow. Halt dich gut fest, Ori. Halt dich gut fest. Und das ist so hat jetzt ein Verbindungsstück nach unten. Würde ich mal schätzen. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Wow, Geisterlicht. Hierhin kann ich. Von hier aus dann. Hierhin. Hierhin. Wow. Wo muss ich denn hier hin? Immerhin. Wie kam ich denn da jetzt so einfach durch? Aua. Was bist denn du für eine fette Biene? Oder was auch immer du bist. Fette Mücke. Eher. Mal kurz heilen. Komm, weg mit dir. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Nein, nicht hier runterfallen. So, tschüss. Und nein, noch nicht ganz tschüss. Aber gleich tschüss. Ah, warte, ich rüste schnell meinen Pfeil aus. Zack, haben wir dich. Gut, dann geht's hier noch lang. Hier oben kann ich hin. Da unten kann ich was. Oh, schon wieder so ein fettes Ding. Und dich hier auch gleich mal weg. Mal kurz auf die Karte gucken, damit ich hier einen Überblick behalte. Da ist ein Gorlek-Erz. Nehmen wir. Das nehmen wir mit. Da ist auch noch eine Lebenszelle. Und unter mir muss... Irgendwo... Ja genau, da ist noch ein Geisterlicht, was ich früher später noch brauche. Machen wir erstmal hier mal weiter. Ich... Oh, okay, das Gorlek-Erz haben wir. Nice. 3 Stück haben wir insgesamt wieder.
Jetzt kommt ihr Viecher hierher. Finde ich nicht in Ordnung. Das war leider daneben. Ja, guck mal. Schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt haben wir dich. Sehr nice. Und dann hier nach oben. Boah, wir können von hier aus wirklich schon viel erreichen. Muss ich halt wirklich nach und nach hochkämpfen. Hier waren wir ja gerade. Da ist auch noch irgendwie eine Nebenmission, aber da kommen wir ja später hin. Gehen wir mal weiter nach oben. Da rechts kann ich bestimmt irgendwo hin. Genau hier. Das ist auch so ein Ding. Oh, da will ich hoch. Ah, da komme ich gerade noch nicht hoch. Vielleicht komme ich da später hoch. Ach du Heilige. Ah, hoch hier. Schnell. Zack. Ich weiß nicht, was hier ist. Ein Gorlek-Erz sehe ich da. Ein Gorlek-Erz. Ist da unten noch irgendwas? Unten links? Ich glaube nein. Gehen wir hier runter. Schnell. Und hier rüber. Uiuiui. Nein, ich wollte da nicht hin. Rüber hier. Boah, da muss man sich extrem beeilen. Das war nichts, aber wir haben es wenigstens nach oben geschafft. Puh, und wir haben das nächste Gorlek-Erz. Können wir schön verwenden, um neue Dinge zu bauen. Wie viel brauchen wir an Gorlek-Erz eigentlich? Eins für das Portal, was da ist, und glaube vier für das Haus. Was ist das hier? Sieht es auch so suspekt aus. Dieses Ding hier. Mensch. Okay, dann haben wir hier alles geholt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie heile zurückkommen. Und das ist leichter gesagt als getan. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Dann nehmen wir das Energieerz hier mal mit. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte X drücken. Genau. Dann hier durch. Da oben war ja nichts weiter. Wir können ruhig hier runtergehen. Da ist noch so ein Vieh. Hast mich nicht gesehen. Doch, hat es. Aha. Komm. Schön Schaden gemacht. Oh. Komm, weg mit dir. Danke. Eieiei. Ah, komm, nochmal einen. Also die Regeneration ist schon sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie man das in Orient the Blind Forest geschafft hat. So, hier will ich natürlich jetzt zum Geisterlicht. Das haben wir auch hinbekommen. Sehr nice. Dann haben wir hier soweit alles gesehen, denke ich. Wie gesagt, da unten gibt es noch das Geisterlicht, aber da werden wir früher oder später auch noch hinkommen. Da, das Fragment der Lebenszelle will ich noch haben. Jetzt sind wir erstmal hier. Das ist das Tor, wo wir... Nee, das ist... Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier, oder? Ich glaube, fast ja. Dann kümmern wir uns um die Energiezelle später. Aber hier müsste auch noch der Kompass irgendwo sein. Oder wahrscheinlich hinter dieser Tür irgendwo. Das kann natürlich sein. Denn wir sind jetzt... wir sind jetzt hier. Wiederum ist da die Nebenmission. Finde Tox Kompass. Der muss doch hier irgendwo sein. Na gut, kümmern wir uns später drum. Ich habe jetzt ein bisschen das abgesucht. Hab nichts gefunden. Wie gesagt, da können wir uns später drum kümmern, weil wir ja sowieso die Wege dann hier verbinden, sodass wir von ganz unten auch dann hochkommen, von oben nach unten und wie auch immer. Das ist ja dann alles ganz gut möglich. Da oben ist etwas. Was ist denn hier? Das ist nur ein alternativer Weg. Da können wir gerade noch nicht lang. Alles klar. Oh, nicht schon wieder diese Viecher. Ja, warte, da nehmen wir lieber den Pfeil, den Stachel, den wir haben. Der ist ein bisschen stärker, aber müssten wir auch mal treffen. Was? Du lebst immer noch? Jetzt haben wir dich. So, nehmen wir alles mit. Gehen wir runter. Ich heile mich auch nochmal kurz. Also, da geht's einerseits runter. Und mir auch nicht. Ich dachte, das sieht doch so... Achso, das ist kein Durchgang gerade noch. Da kommen wir später hin. Okay, runter hier. Achso, da konnte ich mich festhalten. Komm, da unten auch irgendwann mal Stacheln. Ey, da kann ich rein. Hier kann ich rein. Achso! Oh! Aber nicht unendlich lange. Okay, ich bin hier erstmal safe. Wie geht's jetzt hier weiter? Ich spring mal hier runter. Und geh mal hier rein. Genau. Das sieht ganz gut aus hier. Und safe. Vor allem den safe. Jetzt sieht es nicht mehr so safe aus. Nein. Ach so. Wenn es nichts anderes ist, außer ihr.
Ja, wir hatten schon schlimmere Kämpfe. Wir hatten schon Kämpfe, wo ich nur 3 Lebenszellen hatte und dann 2 solche von denen, die ich gerade, von denen, den ich gerade gekillt habe und einen von den. Oh. Hallo? Oh. Gut, das war nix. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt erstmal wieder die Lakaien. Guck mal, ich konnte mich so in Ruhe heilen, das ist aber nett. Und dann mache ich so einen doofen Fehler. Komm, machen wir erstmal den einen weg, genau. Dann regeneriere ich mich nochmal kurz. Und dann machen wir dich hier weg. Das klappt aber nicht ganz so hundertprozentig, wie es sollte. So, kurz heilen. Zack. Und drauf da. Warte, wir können auch einen Pfeil abschießen. Zack. War das so schwer? Nein. Ja, kleiner Kampf hier. Kleiner, größerer Kampf. Jetzt? Sehr schön. Ja. Schön, komm, muss man teilen. Schön, komm, muss man teilen. Warte, ich heile mich nochmal kurz. Habe ich hier die Möglichkeit gerade? So, schön, schön. Alles erledigt? Nice. So, da geht's jetzt da durch. Aha. Und hallo du. Was für ein Labyrinth die Seitenmühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trödeln. Der Weg ist weit. Ich will ein Wissen gelangen und du musst eine Mühle reparieren. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück. Keine Zeit zu verschwenden. Dann werden wir mal das Ding hier loslassen. Und dann bewegt sich das Ganze wieder. Und im nächsten Part werden wir dann ja den nächsten Teil der Mühle erkunden. Worauf ich mich sehr, sehr dolle freue. Und es bewegt sich immer mehr. Also wir werden auf jeden Fall im nächsten Part diesen Bereich hier abschließen. Wir werden bestimmt auch schon hier hinkommen. Mal gucken, was wir alles so schaffen. Bis zum nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns. Und ciao.